Als Nesrin Yaman und Martin Fuchs mit dem Mittagessen für die Kollegen zurück zur Wache kommen, treffen sie auf eine Kosmetikerin. Keine Ahnung. Guten Tag, können wir helfen? Hm? Oh mein Gott, das auch noch! Oh mein Gott! So hässlich sehen wir jetzt auch nicht aus. Aber oh Mann, was war das gerade? Geht's Ihnen gut? Nein, es geht mir nicht gut. Sie sehen doch, ich meine, hier ist alles kaputt jetzt. Wo ist denn der Karpfen jetzt hin? Oder war da das ein Aquarium? Wieder Karpfen. Da ist kein Fisch. Sie warum? Sind also ja, warum? Das ist eine lange Geschichte. Ach, Katastrophe alles. Aber die Nerven, ich kann nicht mehr. Ich will erst mal eine Anzeige machen. Darum bin ich auch hier. Mit dem Aquarium? Nein, die Putzfrau hat mich bestohlen. Können ich jetzt gleich hier mal die Anzeige bitte machen? Ich würde sagen, wir gehen erst mal rein. Wir gehen mal rein. Kommen Sie mal mit. Ich bin total aufgewühlt. Ja, sammeln Sie sich mal jetzt die 2 Minuten. Komm. So. Ja, also erstmal noch mal guten Tag. Guten Tag. Ich stelle mich auch noch mal vor. Ich heiße Melanie Schröder, willkommen. Darf ich Sie im Vorfeld kurz unterbrechen und bitten, mal die Sonnenbrille abzunehmen? Nein, die möchte ich gerne anbehalten, weil ich einfach mich so wohlfühle. Ja, ist ja aber sehr unhöflich, ne? Deswegen möchte ich Sie noch mal bitten, die Sonnenbrille gerade abzunehmen. Ja, aber Sie sehen unsere Augen ja auch. Komm. Ja, es ist irgendwie gerade so ein bisschen, die ganze Situation hat mich überfordert. Es geht ja um die Anzeige und es geht jetzt nicht um meine Sonnenbrille. Doch, also für mich schon. Ich habe eine kleine Tochter, wir können das den ganzen Tag spielen. Nehmen Sie mal gerade die Brille ab. Sehen Sie. Wenn es sein muss. Können Sie mich mal ganz kurz anschauen? Was ist denn jetzt? Nee, ich wollte nur schauen, weil Sie Hämatome am Auge haben. Und ich wollte nur wissen... Das tut gar nichts zur Sache. Das ist überhaupt auch gar nichts Schlimmes. Ich möchte diese Anzeige jetzt okay, dann machen. Gehen wir das Ganze einfach mal systematisch an. Wenn Sie sagen, das spielt hier gar keine Rolle, alles gut. Warum sind Sie denn hier? Ja, warum ich hier bin? Weil meine Putzfrau, die Frau Kran, hat mich einfach bestohlen. Meine teures Make-up und meine teuren Klamotten, das stimmt jetzt nicht, aber meinen ganzen Schmuck und die Krönung, sie hat noch Franjo entführt und ermordet. Was? Natürlich mein Goldfisch. Dann tun Sie mir mal einen Gefallen und dann geben Sie mir mal die Kontaktdaten von der Frau Kran. Und dann können wir uns bemühen, dass die Frau Kran so schnell wie möglich hier hinkommt. Dann können wir Sie dazu befragen. Also, ich glaube nicht, dass sie unbedingt hier hinkommen muss, weil... Das glaube ich für Sie aber mit. Martin Fuchs soll Recht behalten. Wenig später erscheint die beschuldigte Haushaltshilfe und ist angesichts der Vorwürfe erst einmal perplex. Aber warum denn gegen mich? Was habe ich denn mit, oder was soll ich mit der ganzen Sache denn zu tun haben? Das würde ich eigentlich ganz gerne von Ihnen wissen, Frau Kran, weil die Frau Schröder-Willkomm meinte, dass Sie die Reinigungskraft sind das bei denen zu Hause. Und dass Sie halt die einzige Person sind, die irgendwie Zugang zu diesen Sachen auch hat. Und Sie halt auch schon so lange bei der Schröder-Willkomm arbeiten, dass Sie halt ganz genau wissen, wo der teure Schmuck liegt, wo das teure Make-up liegt. Das stimmt schon, aber das interessiert mich ja nicht, was sie da hat und was nicht. Ich arbeite für sie so schon seit Jahren und dementsprechend weiß ich nicht, warum die auf mich kommt. So, ich putze da einfach und dann bin ich wieder weg. Sind Sie wieder weg? Ja, so, und ich weiß auch nicht, wer das sein sollte sonst. So, ich habe zwar einen Schlüssel von der Wohnung, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was... Okay, und Sie sind heute auch ganz normal dort gewesen und haben das Haus geputzt. Ich gehe mal stark davon aus, dass es ein Haus ist. Ja, ist. Und Sie sind in die Wohnung reingekommen, ganz normal wie immer mit dem Schlüssel? Nein, diesmal habe ich einen Schlüssel vergessen zu Hause, durch Hektik heute. Okay, aber wer hat Ihnen dann die Tür aufgemacht? Die Schwester, die Frau Schröder und die Dulu. Die haben mich reingelassen. Ah, okay. Ich habe geklingelt, die haben mich reingelassen. Mhm. Die wollten irgendwie auf den Spielplatz gehen. Und dann haben die mich natürlich da putzen lassen. Ja, ja, klar. So, und habe dann meine Arbeit halt verrichtet. Mhm. Und ich sag mal, eine halbe Stunde später kam ihr Ex-Mann. Ihr Ex-Mann? Ja, so, und, oder noch Ehemann. Ich weiß nicht, was die zwei da haben, was für ein Rosenkrieg. Und er wollte irgendwie einen Tennisschläger holen. Ich habe ihn auch reingelassen. Okay, ganz kurz, das ist jetzt wichtig nämlich für mich. Also während Sie in dem Haus waren und das Haus geputzt haben, ist in der Zwischenzeit oder in derselben Zeit auch der Ex-Ehemann, noch Ehemann, noch wie auch Ehemann. Immer, war er auch im Haus. Im weiteren Sachverhalt erschien dann die Frau Kran. Die habe ich dann vernommen und im ersten Augenblick muss ich wirklich sagen, ohne mich auf irgendeine Seite zu stellen, dass die Frau Kran wirklich sehr glaubwürdige Aussagen mir gegenüber getätigt hat. Frau Kran sah jetzt auch nicht unbedingt so aus, als ob sie es irgendwie auf die teure Kosmetik oder auf den teuren Schmuck ausgelegt habe. Als sie mir dann aber erzählt hat, dass als sie in dem Haus war, dass der Ex-Mann oder noch Ehemann in dem Haus auch war, um irgendwelche Sachen abzuholen, bin ich natürlich ein bisschen stutzig geworden. Frau Kran konnte dazu aber leider keine weiteren Äußerungen tätigen, da sie sehr wenig tangiert hat, dass der noch Ehemann im Haus war. Der hat einfach nur ein paar Sachen abgeholt und ist wieder gegangen.
Wie sich das Blatt am Ende jedoch gewendet hat, ja, damit haben wir, glaube ich, alle nicht gerechnet. Während der Vernehmung taucht plötzlich die Schwester der Kosmetikerin mit deren Tochter auf. Die 32-Jährige ist schockiert, als sie die Hämatome im Gesicht ihrer Schwester sieht. Die kann ich dir noch schön. Wie heißt du, Kleine? Lulu. Lulu? Lulu, geht's dir gut? Ist nichts Schlimmes hier, ja? Okay, dass du hier bei der Polizei bist. Wie ich mitbekommen habe, hat deine Tante eine Nachricht von deiner Mama bekommen. Genau, du hast einen Zettel hinterlegt, du bist bei der Polizei. Ich mache mir total Sorgen. Ja, das wollte ich auch erklären. Mein Handy war natürlich aus. Darf ich Sie noch mal bitten, Ihre Sonnenbrille abzuziehen? Wir sind immer noch beim Punkt Höflichkeit. Ja, ist in Ordnung. Ich verstehe das, ja. Und ich konnte dich nicht erreichen. Und darum habe ich den Post gegeben. Was ist passiert? Wie siehst du aus? Wer war das? Was ist da los? Erklärst du es mir? Ja, ich erkläre es. Was mache ich denn? Ich bin zum Beauty-Doc gegangen, weil... Schon wieder dieser Beauty-Wahn. Beauty-Wahn? Ja, warum Beauty-Wahn? Gucken Sie mal, das ein nimmt bisschen, Überhand. Diesmal ein bisschen schiefer gelaufen. Das ist doch nicht normal. Wirklich also, so. Also ist das altbekannt bei Ihrer Schwester? Ja, die hat sich total verändert. Also sie ist bildhübsch gewesen früher. Aber jetzt schauen Sie doch mal. Ach, Jella, übertreib jetzt nicht, okay? Du weißt, dass du bist bildhübsch gewesen. Guck mal, du hast eine wundervolle Tochter. Ja, ich bin sehr stolz auf dich, Jule. Klar, dein Ex ist halt ein Arsch, aber du kannst so viele tolle Männer haben. Du hast das überhaupt nicht nötig. Also sind diese ganzen Hämatome jetzt nur rein vom Beauty-Doc? Ja, das ist einfach nur ein Unglücksfall. Und dafür hast du jetzt auch ganz viel Geld bezahlt wahrscheinlich wieder, ne? Ach, das spielt doch jetzt auch gar keine Rolle. So, jetzt mal ganz kurz zusammengefasst und vielleicht nicht mit ganz so vielen Emotionen. Mhm. Also ihre Schwester war jetzt letztendlich nur hier, um die Reinigungskraft anzuzeigen, weil sie der Meinung ist, dass sie den kompletten Schmuck entwendet hat, die teure Kosmetik. Und dazu kommt halt auch noch, dass der Franjo, richtig? Ja, und dass der Franjo halt auch nicht mehr in seinem Aquarium ist. Mhm. Mhm. Ja, okay. Ja, natürlich. Alles gut? Kommen Sie in eine Toilette. Was ist los? Ja. Zunächst denkt sich niemand etwas beim Verhalten der Sechsjährigen. Als das Mädchen aber nach mehreren Minuten immer noch nicht auf Ansprache reagiert, sondern Schluchzen aus der Kabine zu hören ist, sucht Nesrin Yaman das Gespräch. Vielleicht hast du da eine Frage. Möchte jetzt partout nicht rauskommen? Partout nicht raus. Sie reagiert auch gar nicht, spricht nicht, man hört nur schluchzen. Okay, ich mach mal kurz die Tür zu, ja, klar, dass ich mit dir alleine bin. Wir warten. Lulu? Lulu, hörst du mich? Lulu? Sag mal bitte nur, ob du mich hörst, weil wenn du jetzt nichts sagst, muss ich die Tür eintreten, um zu gucken, ob es dir wirklich gut geht. Hörst du mich? Ja. Ja? Lulu, was ist denn los? Warum möchtest du denn nicht rauskommen? Angst. Du hast Angst? Warum denn das? Lulu, du brauchst doch keine Angst haben, du bist doch hier bei der Polizei. Du bist am sichersten Ort der Welt. Hey Süße, was ist denn los? Warum hast du Angst? Oder wovor hast du Angst? Tust mir den Gefallen und machst die Tür auf. Lulu? Lulu, nicht erschrecken. Ich nehme mal die Tasche hier raus, ja? Lulu, weißt du was? Ich glaube, ich weiß, warum du Angst hast. Ich komme gleich wieder, okay? Hast du gehört? Ja. Ich komme gleich wieder. Ja, ja. So. Ach, ist Lulu rausgekommen? Nee, Lulu ist noch auf der Toilette, weil sie Angst hat. Was ist denn das? Angst? Sie hat Angst. Vor Ihnen? Oder nein, 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 nein. Ich glaube, was ist denn da? Der ganze Sachverhalt hat sich gerade aufgelöst, weil Frau Schröder willkommen. Das ist ja Lulus Tasche. Ja, das ist ihr Lulus Tasche. Ganz kurz. Oh mein Gott, das ist meine Branche. Oh nein. Hier ist noch eine Kette. Ach, hier ist noch das ganze Make-up. Das ist alles. Ach, sind das nicht die Sachen, die du gesagt hast? Die entwendet worden sind, richtig? Scheiße. Am Ende des Tages kam es heraus, dass es die Tochter war, die kleine Lulu.
Auf einer gewissen Art und Weise kann ich das verstehen, weil sie sieht ihre Mutter jeden Tag. Man hat ja auch wirklich gemerkt, dass die Frau Schröder-Willkomm sehr viel Wert auf ihr Äußeres legt, dass sie wirklich keine Skrupel hat, zum Beauty-Doc zu rennen, sich teure Kosmetik zu kaufen und wirklich 24/7 vorm Spiegel zu stehen. Dass es irgendwann auf die Tochter abfährt, ist natürlich. Also sie sind ja 24/7 auch aufeinander. Aus pädagogischer Sicht würde ich das nicht für ganz so schlau halten, da die kleine Lude in so einem jungen Alter schon irgendwie Fehler an sich sucht und die durch irgendwelche teure Kosmetik überdecken möchte. Was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass das Kind Kind ist. Sie soll draußen spielen, sich dreckig machen, mit Gleichgesinnten sich austauschen und nicht die ganze Zeit vorm Spiegel stehen. Aber was ich auch glaube, ist, dass die Frau Schröder-Willkomm ja, das einfach verstanden hat, worum es hier geht und dass sie hoffentlich mit ihrer Tochter ja, Sachen gemeinsam erlebt und nicht nur zusammen shoppen gehen. So, Mausi, guck mal, das ist doch deine Tasche, oder? Guck mal, da haben wir den ganzen Schmuck gesehen, die ganze Schminke ich denke, gesehen. Das hat sich jetzt alles geklärt. Die ist von Mama, oder? Warum hast du die denn entwendet? Ich wollte einfach so schön wie meine Mama sein. Ach, Lulu, guck mal, nimm mal deine Tasche hier, mach die mal um. Tschüss. So, ganz kurz mal, das können Sie bitte gerne zu Hause reden. Gib mir mal deine Hände, Lulu. Das klären Sie bitte zu Hause, ja? So, Lulu, hör mir mal ganz kurz zu. Du bist so ein hübsches Mädel. Wirklich so, so, so hübsch. Du hast ganz schöne rote Haare, hast Sommersprossen im Gesicht. Und all das, was in dieser Tasche ist, das brauchst du gar nicht, weil du so toll bist. Du bist einfach so toll, wie du bist, okay? Und das, wenn du dich mal schminken möchtest, dann kannst du ja mal Mama fragen, ob du mal ein Labello ausprobieren darfst. Aber die ganzen Sachen hier in deine Tasche zu nehmen, das war nicht in Ordnung, okay? Du musst wirklich bei solchen Sachen Mama fragen. Aber wie gesagt, das alles brauchst du gar nicht, weil du bist einfach hübsch. Du bist eine hübsche Lulu, okay? Ja, du bist meine Tochter, mein Schatz, und du bist die Hübscheste. Siehst du, das findet auch die Mama. Aber jetzt hätte ich mal noch eine Frage. Wo ist denn Franjo? Weißt du, wo Franjo ist? Ein Schüler hat in der Schule erzählt, dass Fische lieber frei im Meer liegen. Und was hast du dann mit Franjo gemacht? Ich habe ihn in der Toilette runtergespült. Aber warum? Ich dachte, dann kommt er wieder zu seinen Freunden im Meer. Ach so, okay. Der Goldfisch ist wohl nicht mehr zu retten. Aber Lulu hat jetzt zumindest verstanden, dass es nicht auf tolle Klamotten und teure Kosmetik ankommt.